Ja Leute, mit karibischen Klängen begrüße ich euch zurück zu Hell Yeah. Zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahmesession. Die letzte Aufnahmesession ist Ewigkeiten her. Ich werde mich also in dieser und der nächsten Folge wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen müssen. Ich meine mich noch zu erinnern, dass ich mit euch auf die Insel wollte. Entweder habe ich es euch gesagt oder ich habe es mir gedacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf der Insel. Und da steht noch, dass ich die Leertaste zum Weitermachen drücken soll. Ich hoffe, mein Gamepad wurde erkannt. Hallo mein Gebieter, tolle Neuigkeiten. Der fordernde Strandausflug hat einige der Monster geheilt. Und da switcht es ja schon um. Schnell, holt sie am Strand ab, schickt sie zurück an die Arbeit. Das ist schön. Strand, das war doch hier, oder? Betreten. Geheilte Monster sind in diesem Käfig. Ich drücke die X-Taste, um sie zurück in den Vortex zu befördern. Na dann hopp. Ja. Perfekt, im Vortex hängen ein paar Monster rum. Ihr könnt ihnen Arbeit zuweisen, wenn ihr wollt. Jep, das machen wir auch. Arbeit zuweisen. Wir haben ja schon einige Monster mehr gekillt. Wir machen hier mal voll. Wir machen hier voll. Und wir machen hier voll. Und wir sind fertig. Das finde ich ja nett. Dann gehen wir mal zur Gesamtansicht. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwo noch Monster haben, die, was weiß ich, unglücklich sind oder weiß der Geier was, aber hier sieht alles chillig aus. Oder sind das die, die gerade keine Arbeit haben, kann das sein? Aber wir können ja keine weitere Arbeit zuweisen, denn, wie wir alle wissen... Ach so, hier auch... Ah, fröhliche Kuschelmonster, traurige Miesmonster. Das heißt, wir haben hier nur fröhliche Kuschelmonster. Ich sehe nirgendwo einen roten Anteil. Insofern denke ich mal, dass wir tatsächlich auf der Insel fertig sind. Verlasst ihr die Insel, schaut immer mal für Überraschungen vorbei. Absolut. Wow, okay. Ich erinnere mich, dass sie sich ab und zu mal aufgehangen hat, wenn wir von der Insel gegangen sind. So, Spiel fortsetzen. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren, wo wir sind. Wir haben über 80 Monster bereits gekillt. Also, so instinktiv hämmert man gleich auf die richtigen Tasten auf dem Gamepad. Selbst nach einigen Wochen. Was natürlich nichts an meiner überragenden Reaktionsfähigkeit ändert. Die wird natürlich bleiben. Wir hatten hier Probleme mit einem bestimmten Monster. Ich erinnere mich. Ich sollte dich vielleicht auch treffen. Achso, ihr geht ja auch so kaputt. Mit dir hatten wir Probleme. Da habe ich mich schlau gemacht. Wir müssen, was ich nicht gesehen habe in einer der letzten Folgen, da oben. Da oben sehen wir einen Schalter. Dieser Schalter aktiviert eine Ladung Gift oder was auch immer dieses grüne Gezeugs ist. Ich gehe mal davon aus, es ist Gift. Das heißt, wir müssen hier freiräumen. Und müssen den gnädigen Herrn dann hier hinlocken. Und hochspringen und ihn rechtzeitig... Yes! Puh. Ich erinnere mich wieder an das Ende der letzten Folge. Da habe ich eine halbe Ewigkeit gebraucht und bin zu nichts gekommen. Ich entsinne mich! Ihr habt wahrscheinlich unter die Kommentare schon einige Tipps geschrieben, die ich ja, wie ihr wisst, leider in diesem Let's Play nicht befolgen kann, weil ich es zuerst komplett aufnehme und dann hochlade. Was ja entgegen der Umfrage ist, die ich im Dezember gestartet habe, also ihr müsst wissen, zwischen der letzten Folge und dieser Folge
liegt so viel Zeit, dass ich, während ich die letzte Folge aufgenommen habe, diese Umfrage zum Thema Aufnahmekonzepte eben noch nicht gemacht hatte, diese Umfrage jetzt aber gemacht habe. Natürlich widerspricht dieses Let's Play dem, was dort von euch gewünscht wurde, beziehungsweise dem, für was ich mich dann letztlich nach eurer Kritik entschieden habe. Aber das Let's Play ging halt schon vorher los. Die Entscheidung war getroffen, dass ich das vorher aufnehme. Was aber, wie einige ja auch unter diesem Infovideo oder Umfragevideo geschrieben haben, gar nicht so schlimm bei kurzen Projekten. Sondern, da wäre das tatsächlich halb so wild. Sehe ich eigentlich auch ähnlich, dass wenn die Projekte wirklich relativ kurz sind, dass dann sowieso die Interaktion mit den Zuschauern gar nicht so entscheidend, oder entscheidend ist sie immer, aber gar nicht in so großem Ausmaß möglich ist. So, hier gehe ich erstmal wieder zurück, denn ich glaube doch, wir müssen, wenn wir unserer Minimap Glauben schenken. Boah, alter Schwede. Da ist ein Monster. Okay, hier ist erstmal ein Sägeblatt. Was? Weapons of mass destruction. Was stand da? Nanu, ich bin tot. Was stand da gerade als zweite Taste? Wieso fange ich denn jetzt hier oben wieder an? Na, super toll, jawohl. Okay, dann den ganzen verdammten. Oh! Den ganzen verdammten Weg nochmal, wollte ich sagen. Lebensenergie ist doch schon wieder am Arsch. Habe ich eigentlich alle Lebensdings-Bums-Updates gekauft und so? Fährst du bis hier? Ja, fährst du. Ich meine mich doch zu erinnern, dass wir zumindest alle Lebens... Also mit 550 Leben sieht es auch böse danach aus. Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, also das Spiel hatten wir auf jeden Fall schon mal, aber wie gesagt, das ist alles sehr lange her. Ich bin quasi ein Anfänger. Ah, Mann, ey. Jedes Mal dasselbe. Juhu, 110, eben waren's. Oh, hier wollte ich. Zum Glück ist hier eine Plattform. Die soll anscheinend verhindern, dass man hier runterfällt und nicht mehr hochkommt. Weil wir ja alle Monster zerstören müssen, die uns vor die Flinte laufen. Was mich jetzt auch mal interessieren würde. Yo, was zum Heilen ist hier nicht. Ach so, hier waren ja die ganzen Kristalle, stimmt. Okay, und hier oben ging es rum. Um die Luft. Das kann doch nicht wahr sein, da sind. Juhu! Och Manno, ich bin zu dämlich, die Tasten zu drücken. So, weiter im Text. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal. Wow! Ich wollte gerade sagen, ohne Lebensverlust, aber wo kommen wir denn da hin? So, jetzt kommst du. Fährst du wirklich bis hier? Nee, du bleibst kurz vorher stehen. B, 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 B. Fertig. Meine Fresse. Schwere Geburt, wa? Hallo. Hallo. Die ist leicht. Ein leichter Hang zur Gewalt, die kleine Dame.
So, neues Monster im Monster Index. Das ist Nummer 84. Das heißt, es sind nicht mehr viele. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, ja. Hier, oh, das sind... Ah ja, okay. Hallo? Schön. Aber wir müssen doch eigentlich... Ich bohre mich jetzt mal oder säge mich jetzt mal hier runter und falle wohin? Kann ich hier? Kann ich? Ja, ich kann. Gut, der Pfeil zeigt uns... Alter Schwede, ich hab's jetzt gerade erst gesehen. Instant, die Batcat. Sind viele Wissenschaftler nicht das Letzte? Da verliert man einmal beim Poker und man ist eine Fledermaus mit Katzenkopf. Und ich bin jetzt ein toter Hase. Haha. Die Stacheln habe ich nicht gesehen. Ist es denn wieder so weit, dass wir irgendwo im Spiel sind, wo es mal partout keine verdammten, verflixten Speicherpunkte gibt? Das hatten wir ja schon mal. Dass wir, dass uns das Spiel partout keinen Speicherpunkt geben wollte. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier mit ziemlicher Sicherheit über diese Plattform fortbewegen. Und irgendwas zum Heilen brauche ich ja eigentlich sowieso ständig im Spiel. Ist ja eigentlich nichts Neues. So, Batcat. Ja, ja, du bist eine Fledermaus mit Katzenkopf. Und ich fahre mit dir hoch und muss einfach nur hier reinballern. Sehe ich das richtig? Was haben wir denn noch für Waffen? Ah, vielleicht mit dem Laser? Nein, mit dem Laser nicht. Jetzt. Honey, I'm home. Das kann nicht sein. Fertig! Es kommen Bienen. Sehr schön. Das hat mit dem Laser funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob der Laser einfach so mächtig ist, dass das ein Instant-Kill war. Oder dass man dieses Monster sowieso relativ selten treffen muss, um es zu besiegen, weil es eben nicht direkt erreichbar ist. Und da ist der nächste Teleporter. Stimmt ja, da war was mit Teleportern. Ich entsinne mich. Ich will wieder dich. So, dann ist die Frage, fahren wir rechts rüber? Können wir rechts rüber? Können wir hier. Das kann nicht wahr sein. Ich glaub's nicht. Und wieder da oben. Jetzt hatten wir schon wieder zwei Monster ohne Speicherpunkt. Was soll der Scheiß? Ganz ehrlich. Was soll der Mist? Ich meine, es ist jetzt kein allzu großes Problem, wenn ich jetzt hier richtig bin. Jo, ah, hier sind wir schon bei der Tür. Das ist ja prima. In Zone 7 gibt es was Neues. Aufregung, Abenteuer, vielleicht Bilder. Los. Woll. Speicherpunkt. Ich will einfach mal nur was zum Heilen. In Zone 7. Oh, hier sind noch zwei verschlossene, drei verschlossene. Mitte, normal. In den Ruinen. Na, dann wollen wir mal. Hier scheint es irgendwas Neues zu geben. Ich wäre dem Spiel ja sowas von überaus dankbar. Hier sind wir wieder waffenlos. Mit unserem, wow, China-Outfit. Ah ja, okay, Doppelsprung war drinne. Passiert mir hier was? Nein, okay. Hier muss ich wieder irgendwas locken. Da unten sind... Magnete und zum Heilen gibt es hier links was. Das Monster ist unter uns, wie wir erkennen können. Bin ich jetzt richtig?
Wenn ich vermute, dass wir hier einfach nur durch mussten. Ich denke. Aber jetzt haben wir auch endlich Speicher. Was zum Heilen. Hab ich's da gerade klingeln gehört? Es ist, als steht alles Kopf. Das wäre äußerst ungut. Heilung! Alter Schwede. Okay, so läuft's also. Moment, wir haben hier unsere magnetische Aufladung. Hier runter komme ich nicht. Ah. Okay, hier füllen wir sie auf. Alter Schwede! Ich frag mich gerade, ob es hier nicht klüger wäre. Alter Schwede. Ob es hier nicht klüger wäre, zu warten, bis das Ding hier abläuft. Und dass wir uns ganz normal auf die Plattform begeben. Ich denke, das ist ein wenig sinnvoller. Na, das geht gar nicht. Geht das vielleicht von hier? Das probieren wir gleich aus. Wir fahren hier fleißig lang. Okay, 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 okay. Wir brauchen die Aufladung also. Nein! Wieso bin ich da runtergefallen? Die Aufladung. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nicht gesprungen oder so und bin runtergeplumpst. Nicht schön. Okay, das ist klar. Hier ein bisschen aufladen. Will ich vielleicht einfach hier lang mich hier wieder aufladen? Oh Mann! Nein! Nein! Also wenn man springt, löst man sich ziemlich schnell von der ganzen Magnetismusgeschichte hier. Aber so langsam. Boah, es ist auch. Ich finde es immer extrem schwer, egal wenn irgendwas verdreht ist, wenn irgendwas invertiert ist, habe ich immer unglaubliche Probleme. Da überhaupt irgendwie mit klarzukommen. Nächster Speicherpunkt, den begrüße ich sehr. Pflanzen schießen mit Gift. Was ich nicht schön finde. Was hoffentlich ausreichen sollte. Gut. Gut. Monster! Was denn das? Sehe ich dich vielleicht von hier und treffe dich auch von hier? Wäre großartig. Ist aber nicht so. Nein! Oh. Hab das Gefühl, ich treffe. Wir treffen auch von hier. Say hello. Juhu! Fertig geangelt. Hatten wir das schon? Ah, ich glaube ja. Sehr nice. Mit Monster Nummer 86, diesem Speicherpunkt. Verabschiede ich mich für diese Folge, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hell yeah, wieder. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.